Inseltypen. Rügens zweitbester Podcast. Mit Micha und Jan. Wenn jetzt Sommer wäre. Wenn jetzt Sommer wäre. Wenn jetzt Sommer wäre. Dann würde ich ab ans Meer. Ja, kennst du das nicht? Doch. Ist ein gutes Lied, höre ich gerne im Aber Winter. Aber ein altes Lied, ne? Hm? Aber es ist ein altes Lied. Vom Pohlmann ist das, ja. Da können wir gleich mal gucken. Gleich Anfang der Tausender, würde ich sagen, ne? Oh, ist das schon 20 Jahre? Echt? Mhm. Na, dass es älter ist auf jeden Fall, aber ist auf jeden Fall sein bekanntestes Lied, ne, von Pohlmann. Romy guckt jetzt gleich mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inseltypen, Rügens zweitbester Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, Jan, dass du es auch geschafft hast. Du bist ja viel arbeiten, aber drängst dich trotzdem durch, diese wunderbare Sendung mit mir zu machen. Alkohol hilft. Ja, in der Tat. Und natürlich auch, wie alle anderen vielleicht gerade auf Instagram gesehen haben, Schokolade. Denn wir essen heute zum oder vor, wir zum Aufnahmegetränk kommen. Erzähl mal was. Ich bin dran, ne? Du bist dran heute. Hallo Kugeln. Ah, nee, hallo Regenkugeln. Was? Hallorenkugeln, Buttermilch, Zitrone, die sind echt geil, ne? Die sind gut, ja. Romy hat die noch im Kühlschrank gelegt. Viele Sorten, ne, davon. Auch ja. Marzipan schmeckt auch gut. Ich bin kein Marzipan-Fan. Tatsächlich nicht. Ich esse gerne so Buttermilch-Sachen oder womit man mich immer kriegt, habe ich aber schon tausendmal erzählt, ist Waldmeister. Und die gab es auch mal einen Waldmeister. Oh, das wäre, glaube ich, nicht mein Fall. Und die haben mir welche, die Caro vom Spielmann zu Catchet, mit dem wir befreundet sind, hat mir die mal hochgeschickt und die waren wirklich der absolute Wahnsinn. Grüße gehen an dich raus, liebe Caro. Und da wir ja schon eben das Thema haben, kommen wir jetzt gleich mal zum das Aufnahmegetränk. Romy sagt gerade, bevor wir jetzt weitermachen, nach dem Einspieler, 2006 hat der Pohlmann das Lied rausgebracht. Oh, fast 20 Jahre. Micha. Ja, aufrunden bitte, ne? Ja. Ich hatte letztens, weiß ich, mit wem ich mich unterhalten habe, meinte jemand zu mir, ja, das kostet 300 Euro. Ich sage, wie viel denn insgesamt? Sie sagt, 399. Ja, da sagst du einfach 400. Auch, ja gut, also da kann man du wirklich aufrunden, ja. Alter. Gut. Ja, weil ja. Du ja mein Häschen bist, ne? Mhm. Ich was Passendes heute mitgebracht. Was denn du? Häschenschnaps oder aus frischen Kaninchen? Oh Gott. den hatten wir schon mal. Nee. Grummi? Nee? Okay. Nee. Doch, wir hatten doch. Mümmelmann. Geil. Jagdbitter Kräuterlikör. Oh. Ich habe den aber schon von der Weile gekauft, meinte, oh, den brauche ich mal hier zum Aufnahme. Ja, ist ein guter Kräuter. Also ein stabiler Kräuter. Viele sagen, er ist assi. Ich finde den aber ganz gut. Ja, assi ist er bestimmt, aber es schmeckt bestimmt. Ne? Ich hoffe, der ist noch gut. Wieso? Weiß nicht. Schon ein bisschen länger gestanden, ist nicht schlimm. Wir haben schon Gläser stehen, Romy. Guck mal, wir sind Alkoholiker. Was holst du jetzt raus? Guck mal, Romy guckt jetzt mal. Ich bin der Meinung, den hatten wir schon mal. Oh. Wie sie das anhört, die ganze Flasche. Ja, das ist auch ja, alles. Das wir sind haben jede leere Flasche aufgehoben. Nee, guck mal. Ah, okay, stimmt, was das war der andere. Das, ja, was du mitgebracht hast, der Häschenschnaps, Waldmeister. Habe ich ihn auch mitgebracht? Hm? Guck mal. Nee, der war von Jan, ne? Dann, guck mal, ich habe mit Häschen hier. Na komm, dann gieß mal ein. Weil ich jedes Mal nicht denke. Ah, du bist ja auch ein kleines süßes Häschen. Da ich morgen Spätschicht habe im Impfzentrum, darf ich heute auch einen kleinen nuggeln, ne? Aber nicht so viel, denn ich war beim Doktor und meine Eisenwerte sind nicht so gut. Jetzt kommen wir wieder zu Visite und wieso. Ich war auch beim Doktor, habe ich schon erzählt? Nee, erzähl. Blutwerte super. Ach stimmt, das Thema hatten wir vorher. Sie meinte auch indirekt, ich bin nicht mehr so fett. Na, eben hast du aber noch was anderes gesagt, weil du jetzt angeblich ja abends immer so viel isst. Ja, also ich bin nicht so dick wie vor 3 Jahren. Ja, guck mal, die Hallorenkugeln sind schon fast leer. Willst du die letzte oder soll Jan die kriegen? Ja, nee, ich will nicht. Ich habe hier meinen... Romy. So, da ich heute spontan frei hatte, wir hatten heute Dienst frei, weil ich genügend zu tun habe. Ja, jetzt nicht. Romy wollte gerade mir die Hallorenkugel halb im Mund, halb... Ey, endet doch nur wieder in Küsserei und dann müssen wir nachher wieder Liebe machen. Heute nicht, ist zu warm. So, Prost. Jawohl. Übrigens ist das genau richtig, dass der Kräuter nicht kalt ist. Man trinkt Kräuter auf Zimmertemperatur. Gut, dass der im Auto war die ganzen Jahre. Oh, hat mein Bruder am Samstag gemacht. Aber komme ich gleich zu, ist eine Story. Schmeckt. Oh, der war wirklich im warmen Auto, ne? Kann das sein? Der war gut. Oh, Alter. Das gut gewärmt. Aber ja. Der schmeckt. Ich finde gut. Ja, Kräuter trinkt man tatsächlich auf Zimmertemperatur. Gut für die Verdauung? Mhm. Ich muss mal. Schon wieder? Ich war doch heute noch gar nicht bei dir. Stimmt, hast du auch schon immer den Wetter? Ich meine, das sind immerhin. Also endlich ist ja der Sommer draußen da. Ja. Und langsam kommt auch so ein bisschen das Gefühl auf von Sommer. Schon, aber ich denke, jetzt ist eine Temperatur hier im Raum, wo ich keinen Durchfall bekomme. Ja, aber uns ist auch wirklich fußkalt, muss man tatsächlich echt sagen. Ne? Habt ihr keine Untermiete? Ah, habt ihr ja gar nicht. Nee, mehr. Wir sind ja unten. Wir wohnen ja Parterrain. Oh, der feine Herr. Ja, Parterrain. Da kommt der Spanier in mir durch. Aber kommen wir nochmal.
Kommen wir doch mal. Pateros heißt das dann bestimmt. Un dos Pateros. Ja. Stimmt. Dos Pateros? Dos? Ja, wieso ist Carla jetzt nicht hier? Die könnten wir echt fragen. Wegen was? Wegen Zählen. Na, Pateros. Ach so. Ne, ist das Portugiesisch oder Spanisch? Spanisch. Ja. Ist egal. Kommen wir doch mal einfach zum. Hast du Feedback? No. Ja. Wirklich? Ein Feedback bekommen. Ja. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Ich gebe es mal gleich weiter, Micha. Fang du an. Ne? Nee, gib du mal als erstes das Schlechte. Ich wollte auch gar nicht sagen Feedback, weil du weißt ja, was wir bekommen haben und ich möchte, dass du einfach gleich anfängst und also, den Schatten mal springst. Nee, muss ich nicht, weil ich weiß ehrlich gar nicht mehr genau. Meine Güte, liebe Schwester von Jan, bitte sei mir nicht mehr böse, dass ich gesagt habe, was ich gesagt habe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht was. Ist sie schnell eingeschnappt? Oder war es denn wirklich schon, dass ich was Schlimmes gesagt habe? Boah, ist der Rasenmäher hier gerade durch die Wohnung gefahren? Ja, ich kann dir, erinnere mich mal gleich dran, dass ich dir erkläre, woran das liegt. Das könnte eine... Das ist der Sammelton auf dem Balkon bestimmt, ne? Nein, das ist leider... Nein, es gibt, das kann man anhand des Wetters festmachen, dass wenn Regen oder eine Wetteränderung in der Luft liegt, dass... Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, das müsste ich nochmal anschlagen, aber das hat das mit dem Verhältnis zwischen Luftdruck und Luftfeuchtigkeit zu tun. Ja, das ist das gleiche wie bei Gülle. Das Abflüsse riechen ja auch mehr, wenn Wetter umstürzt. Genau, ist, ne? Und Romy hatte das auch mal das hatten wir nachgeschlagen, ne? Dass wenn sich das Wetter ändert, also wenn es schlechter wird, dass man dass Töne sich besser übertragen, also irgendwas wegen der Luftfeuchtigkeit. Das war ziemlich laut, das heißt, schlechtes Wetter kommt morgen. Es könnte sein, dass es heute Nacht regnet oder dass es sich zuzieht, also dass Tiefdruck rangeht. Ah. Deswegen ist es meistens ich dachte, lauter. Das ist der Sammelton auf dem Balkon, weil es gibt auch so einen Sammelwind. Das hatten wir ja schon mal, ja. Das hast du sehr gut erwähnt, aber nein. Also nochmal, liebe Schwester von Jan, es tut mir nicht leid. Sei nicht so ein Mimöschen. Wir freuen uns auch, dass du das hörst. Und jemand, der auch mal Kritik gibt, muss auch mal andere Kritik abkönnen. So, ne? Und jetzt hör schön weiter, weil du bist unser einziger Stammhörer, haben wir das Gefühl. Und damit lade ich recht herzlich einmal als Gast zu uns in die Sendung zu kommen und dann können wir das beide richtig ausdiskutieren, okay? Und ich hab dich lieb, Schwesterchen. So. Ja, das war ja auf keinen Fall böse gemeint, weil du bist bestimmt so ein guter Typ wie Jan. So eine Typin. Wir müssen gendern. Typ innen. Ja. Noch ein Feedback. Also es ist vorrangig öfters das Gleiche, deswegen wollen wir das nicht vorlesen. Doc Andreas, Coconut-Tourist heißt er übrigens auf Instagram, hat einen öffentlichen Kanal, deswegen kann ich sein. Hat sich den Podcast angehört, weil wir ihn verlinkt haben, hat sich gefreut. Ach, dein Arzt hier. Mein Arzt, der dich kurz eingerenkt hat. Der mich eingerenkt hat. Ist übrigens wieder soweit. Also ich glaube, morgen ist er wieder da. Kann er gleich wieder nochmal machen. Und hat gesagt, geiler Podcast, vielen Dank und so. Und dann gebe ich das nochmal zurück. Und damit ist die Sache nochmal abgeschlossen. Andi, vielen Dank. Und dann vielleicht bis morgen. Und ich weiß jetzt leider nicht mehr wer. Es war ein Gespräch oder per WhatsApp. Es kann sein, dass es Matze war. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Der gesagt hat, die letzte Folge war eine der schlechtesten, die wir gemacht haben. Oh, gib mir mal seine Adresse. Er ist stärker als du. Und er hat ein bisschen nicht, aber einen trainierten Hund. Ah, okay. Achso, kenne ich doch. Ja, Matze, unser Gast. Oh, ja. Dann lässt das lieber, ne? Ja. Der sprüht mag dich. Dich. Der sprüht dich mit Parfüm tot. Ja, genau. Nimm dies noch und dies schlechte Parfüm. Ich glaube es aber nur, das müsste, oder, aber ich glaube, ich habe nur mit Matze darüber geschrieben. Ja, kann sein, also, und er fand sie einfach, er oder sie, ist egal, fand sie einfach nicht gut, sie war langweilig, sie war sehr, sehr wirr, wo ich beim Hören sagen musste, also ich höre mir diese Folge auch noch immer mal an, ging eigentlich. Aber man muss sich aber lachen beim Schneiden. Ja? Ich habe schon Schlimmeres gehört. Naja, dafür hat aber... Wenn die Luft aus Binz kommt, ne? Mhm. Oh, nee, komm. Also unsere Nachbarn wollen wir jetzt mal nicht beleidigen. Also, die hatten letzte Woche einen Gast und die haben auch über Parfüm gesprochen und die waren so cool. Oh. Und haben. Nein. Das auch war, Matze oder was? Nee, Matze war es nicht. Das war die Laura, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, die? Ja. Keine Ahnung, wer das ist, aber erzähl. Also, ja, und da haben sie gleich gesagt, wir wollen jetzt die Jungs von Insel-Typen nicht nachmachen, aber sie hat halt in der Parfümerie gearbeitet und sie sagte, jetzt habt ihr einen richtigen Profi hier sitzen. Das, und da hat Matze tatsächlich dann gesagt, mit ihm habe ich darüber geschrieben, das klingt so ein bisschen nach Beef. Beefen wir zurück. Ja, müssen wir gucken. Aber nicht mit Rind, ist teuer. Das ist richtig. Oh, ein schönes Steak wäre nicht schlecht, ne? Mhm. Bei der Bundeswehr gibt es momentan immer nur Brötchen. Ich kann keine Brötchen mehr sehen. Naja. Ist nicht schlimm. Mal gucken, ob die Jungs darauf reagieren. Vielleicht wollen sie ja Beef, ey. Naja, aber bevor es Beef geht, ihr Lieben, da gibt es erstmal noch ein Fischbrötchen essen. Und da müssen wir jetzt mal erstmal was zu erzählen. Denn
Was kommt jetzt? Wir müssen ich weiß es noch gar nicht. Wir hatten einen Termin gefunden und müssen das verschieben. Wollen wir auch nicht Grund sagen, warum? Oder lieber nicht? Nee, ich glaube, das ist schon sehr privat, ja, oder? Ja, lassen wir lieber. Aber ja. Gut, dass es die drei heiligen Königinnen gibt. Aber typisch Väter. Typisch Väter. Ja, muss man leider... Axel, mal ein bisschen zusammennehmen, ne? Aber ist nicht schlimm, ich bin bei dir. Ich hätte das tatsächlich auch vergessen, ne? Wir müssen es verschieben, da kam nicht was zwischen. Wir hatten eigentlich den 16.06. dafür anberaumt, für das Versprüche. Aber wir haben das Jahr auch nicht gesagt. Es ist wie mit dem Lockdown. Ach so. Ja, man hat nie ein Jahr gesagt, nur Ostern. Weihnachten. Meinte sie vielleicht nächstes Ostern erst, um das zu sichern? Nee, Weihnachten zu sichern, ne? Aber welches Weihnachten? Nee, deshalb, genau. Ne? Ja. Aber ist egal, ich glaube, die haben nur keine Zeit, weil sie Angst haben und noch trainieren wollen. Bestimmt, ja. Ich glaube, da drüben, da sitzt man nämlich und zittert so. Die haben jetzt auch angefangen, immer regelmäßig Fotos von sich zu posten. Meinst du, die gucken mal? Weil ich habe jetzt auch mal Axel ohne Maske gesehen, weil ich ihn immer im Baumarkt gesehen habe. Ist das Axel der Baum? Alex. Oh, Mist. Ah, okay. Alter, du kriegst es auch nicht mehr zusammen. Ich kenn das nicht. Also Alex habe ich jetzt das erste Mal ohne Maske gesehen auf dem Foto. Hübscher Mann. Und Axel auch. Alle. Wir könnten auch nach dem Fischbrötchen essen, können wir uns erstmal küssen. Nicht? Okay. Warte mal, ich schlüpfe mal kurz mein Kräuter aus. Das Gute ist... Wie trinkst du denn? Ist ja wie eine Schaufel. Ja. Das Gute ist, wir können die Jungs jetzt mit dem Wartburg abholen. Der Wartburg ist fertig. Ah, geschafft? Ja. Ich habe ihn nach Neuhof gebracht, also in der Nähe von Neustadt-Glewe. Die wissen ja jetzt, wo das ist. Wir haben den ja, wenn die Leute, die zuhören, wir haben den ja beide über Amazon. Ein Was ist was? Diese Wissensbücher, die man als Kinder schon kannte, geschickt, mit die Bundesländer oder mit den Bundesländern von Deutschland erklärt, dass er mal sehen kann, wo der Unterschied zwischen Hoyerswerda und Mecklenburg-Vorpommern ist. Hat er das denn sofort verstanden? Ja, sie haben es auch thematisiert in der vorletzten Folge. Und ich habe da nur raufgeschrieben als postalischen Hinweis für den Postträger, kleiner, dicklicher Mann mit Hund. Und dann an wen hast du es denn geschickt? Na, an Alex, in den Baumarkt. Hat einen Hund? Der hat einen Mund, ja, der hat einen Mops. Nicht einen Mund, einen Hund. Ja, hat er auch, beides. Okay. Aber im Baumarkt läuft der Hund rum? Ja. Der redet hier viel zu viel über Möwenschied, Alter. Ja. Die geben uns keine 5 Minuten Ruhe jetzt. Okay. Also habe ich hingeschickt und dann habe ich geschrieben mit redaktionellen Grüßen von der Redaktion Inseltypen. Oh. Ja. Die Redaktion stellst du mir noch vor? Oder? Ja, das ist ja Meldi Lisa. Ah, okay. Die ruhige Romy. Und wir beide. Also wir haben schon einen großen Background. Und kommen wir kurz zum Wartburg. Wir haben den ganzen Samstag von morgens um 8 bis abends um 7:30 in der Werkstatt gestanden. Wir haben wirklich alles rausgeholt, den ganzen Motor, alles abgeklemmt. Und dann hing einfach nur so ein offenes Deck da vorne, wo ich reingucken konnte bis zur Lenkung. Nichts, da war nichts mehr drin. Krass, okay. Ja, und dann haben wir das Getriebe abgemacht, neu reingesetzt. Und Hannes ist so ein geiler Mechaniker, der hat auch so Bock gehabt, dass er das Ding dann wieder eingebaut hat. Und nächsten Samstag haben wir es eingebaut und alles war fertig. Und sagt er, jetzt gucken wir mal noch, ob der Kühler anspringt, weil das ist ja so ein Ventilator vom Kühler und dann sprang der nicht an. Oh. Aber wie geil ist er? Er hat um 10 einfach jemanden angerufen, dann sind wir doch weitergefahren und haben neuen Kühler für einen alten Wartburg geholt für ein paar Euros. Okay, krass. Und dann bin ich damit einfach mal fucking 300 Kilometer von Neustadt-Glewe bis nach Rügen über 4 Stunden über Land zurückgefahren und habe gleich am linken Arm, wie du siehst, Sonnenbrand gekriegt, weil er ja keine Klimaanlage hat und ich wie ein Assi mit Sonnenbrille Ärmel raus 300 Kilometer so gefahren bin. Aber Fenster runter? Natürlich, nee, durch das Fenster durch. Ach so. Weil, Sonnenbrand ist da. An dieser Stelle, Hannes ist mein Freund, ist mein Nachbar aus Neustadt, mit dem bin ich groß geworden, beziehungsweise erst ein bisschen jünger. Ich habe ihn als kleinen Jungen immer mit zum Spielen genommen. Vielen Dank, dass du für mich und auch für den Podcast, wir haben es ja jetzt gerade schnell durchgezogen, dass wir die Jungs dann zum Fischbrötchen essen auch abholen können, beziehungsweise wir wollen ja noch eine fahrende Folge über die Insel aufnehmen. Danke, dass du so viel Freizeit geopfert hast. Er hat extra auf dem Essen mit seiner Frau verzichtet und mit Freunden und ich glaube, das macht nicht jeder. Vielen Dank dafür. Und ich glaube... Ist egal, ob ich Sonnenbrand am offenen Fenster bekommen hätte, durch die Scheibe hätte das wahrscheinlich auch funktioniert. Wusstest du schon? Wir haben uns heute Morgen schon getroffen, ne? Ja, ich habe den Nasssauger von dir geholt. Auch mal danke dafür. Ja, komm mir auf, sorry. Und da hast du mir das erzählt, Sonnenbrand durchs Auto. Ich sag, Micha, nee. Durchs Auto? Also durch die Scheiben vom Auto? Ja, geht das nicht? Doch. Ist das eigentlich nicht so möglich? Dann Sonnenbrand zu bekommen. Und da habe ich mal gegoogelt. Ist das nicht sogar noch stärker, weil das Glas das verstärkt? Ich kann es dir gerne mal vorlesen. Ich habe es extra mal gegoogelt. Und wir haben ja die passende Kategorie hier jetzt. So. Eine Windschutzscheibe lässt beispielsweise keine UV-Strahlen passieren. Die UV-Strahlen der Sonne können sich aber durch
durchaus einen Weg durch Fensterglasbahnen. Dieser spezielle Wirkungsbereich der UV-Strahlung erzeugt in aller Regel keinen Sonnenbrand. Also wird sich kein Sonnenbrand durch das Fenster bilden. Es ist die Frage, welche Fenster du da vielleicht auch drin hast. Naja, ob es Unterschiede gibt. Ne? Naja, vorne ist ja meistens eine Sicherheitsscheibe. Also da ist ja extra so, dass sie in ganz kleine Teile splittet. So, wenn du jetzt zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall klemmst im Fahrzeug und das rausholen musst. Aber das ist, also man erkennt an den neuen modernen Autos, erkennt man Sicherheitsglas daran, also jetzt beim Wartburg nicht, weil wir jetzt gerade das Thema Wartburg hatten, muss ich daran denken, dass der Rand einer Fensterscheibe ist ja so schwarz und dann sind doch so drei Reihen Punkte immer so einmal komplett rum. Ist dir schon mal aufgefallen? Nee. Aber ich weiß, was du meinst. Also, ja, aber das ist, mir immer das auffällt ist, nicht. Das ist schwarz und dann sind da so Punkte und das bedeutet, dass es Sicherheitsglas ist. Und ja gut, vielleicht ist da ja irgendeine UV-Schicht drüber. Also bei den vorne, bei den Windschutzscheiben, hast du es ja immer, dass du so einen Streifen, so einen Tönungsstreifen drüber hast. Vielleicht ist das anders, aber an der Seite kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist mal eine gute Frage. Aber das ist ja jetzt also eine eindeutige Aussage, was wenn ist. Man müsste jetzt nur wissen, was in den Autos wann, ganz genau, ja, wenn dann verbaut ist. Ja. Wir haben doch gerade über unsere redaktionelle Arbeit gesprochen, ne? Kommen wir doch mal zu unseren neuen Einspieler, die wir jetzt haben für unsere. Made Lisa! Die hat wieder zugeschlagen und zwar liest sie wohl angeblich sehr, sehr, sehr oft Ostsee-Zeitung. Und bevor ich da weitermache, Made Lisa ist jetzt unsere Region, das ist die junge Frau, die uns immer markiert hat. Ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir und die arbeitet im Gericht in Stralsund. Die bearbeitet da so Akten und so. Natürlich viele spannende Fälle. Natürlich darf sie uns leider nichts davon erzählen. Aber sie markiert uns fleißig und sie hat wirklich... Beim Arbeiten. Nein, oh Gott, das will ich jetzt nicht sagen. Hör auf, das ist justiziabel. Sie sitzt doch direkt an der Quelle. Sie hat uns diesmal markiert, weil wirklich wäre mir entgangen, 100 Jugendliche feiern in Nordrhein-Westfalen in einer Brücke eine Party. Und ich habe vorhin dieses Foto gesehen, weil ich habe überlegt, in einer Brücke, wie geht das denn, ne? Aber in diesem Hohlraum da, ne? Also man kann es, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer jetzt erklären, wo dieser Hohlraum ist. Ne, unter der Fahrbahn. Also ist ja so ein Viereck da unter, wo die Fahrbahn, also das ist eine stehende Brücke. Aber ich denke mal, das wissen viele nicht. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass so ein Hohlraum da drunter ist. Doch, ne? Tatsächlich. Und dann interessant, wie man erstmal auf die Idee kommt, da reinzugehen, wie man da reingehen kann. Ja. Hatten die Strom mitgehabt? Haben die gegrillt? Was ist da passiert? Ja, also ganz genau, also sie haben erstmal drinnen gefeiert. Ob sie gegrillt haben, ist ja die gute Frage. Dass da so Dings drin sind, so Hohlräume, wusste ich, weil ein Bekannter von mir, mit dem bin ich mal, wie heißt denn die Brücke? Auf der Europabrücke, ich glaube in Österreich gewesen, und der ist da Bungee gesprungen von dieser Brücke runter. Und da musste man so ein Stück durch die Europabrücke durchlaufen und das ist ein komplett großer Hohlraum. Ja gut, Musik ist ja kein Problem mehr mit diesen Boxen. Übrigens, alle Kinder, die morgens bei mir durch die Wohnsiedlung laufen und laut Musik über diese scheiß Box hören, ich hasse euch. Kauft euch Kopfhörer, ihre Wichser. Das regt mich aber auch auf. Meine Güte, ey, wirklich. Früher hat man Kopfhörer gehabt, ist ja okay, aber wieso muss alle Welt hören, was Capri de Bra mit einem Roller da losrollt? Geht mir das auf den Sack. Ja, das war Melde Lisa. Respekt. Habe ich nicht gelesen. Nee. Ja, also sie hat es mir geschickt per WhatsApp. Wollen wir noch eine WhatsApp-Gruppe aufmachen? Nee. Warum nicht? Kannst du gerne aufmachen. Mit mir alleine, oder? Oder wollen wir beide eine WhatsApp-Gruppe gründen? Ja, mit Melde, Lisa und Romy. Und dann schicken wir uns hin immer, ist ja noch mehr los im WhatsApp. Ja, ich kriege am Tag bestimmt auch so 50, 60 Nachrichten. Ist ätzend eigentlich, ne? Wenn du überlegst, dass du früher, naja, einen Durst oder was? Da gibt ja nächsten hier. Hä, ja, das ist der zweite. Ach so, ja, komm. Reicht nicht so viel. Hä? Bis zum Anschlag. Bis zum Anschlag. Wenn du überlegst, dass du früher wirklich jeden einzelnen Buchstaben ausgenutzt hast. Naja. Ohne Lücke. Ja, und mit wenig Smileys, ne? Taschentuch, was wir bisher. Ach Quatsch, leck doch ab einfach. Wir haben uns eigentlich vorgenommen heute, dass wir mal ein bisschen mehr über Selin erzählen, aber so richtig viel habe ich über Selin nicht zusammenbekommen. So, wenn man mal in den Dorfklatsch, also wir sind ja beide Seliner, wenn man mal so ein bisschen in den Dorfklatsch geht. Ja, aber dir ist heute irgendwas aufgefallen. Ja, als ich heute Morgen... Das, was mir nicht aufgefallen ist. Naja, gut, du bist ja auch völlig im Stress. Erzähl mal, was macht das Film dem gerade so? Ja. Ja, ich bin froh, wenn ich im Bett liege und schlafen darf. Ja, deswegen müssen wir uns beeilen. Deswegen rede ich auch so schnell und rede es echt wenig. Wirklich, also du stehst morgens auf und weißt, wenn du jetzt nicht aufstehst und arbeitest, ne? Also du hast schon einen gewissen Zwang, ne? Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl. Hast du keinen Bock mehr? Also man weiß ja gerade als Selbstständiger, wofür man arbeitet. Doch, ja klar, Bock habe ich. Aber man ist auch gewisserweise sehr aufgeregt. Also ich bin...
aufgeregt und auch teilweise nervös. Ja, komm mal her, mein Schatz. Einfach so wegen der... Mach mal dein Auge zu. Du hast da... Wimperntusche? Das sieht aus wie Wimperntusche, tatsächlich. Was ist denn das? Das kann auch Fliegen sein. Ich bin hergelaufen. Dir wachsen Fliegen im Auge? Ja, wenn die ein Nest gelegt haben. Ei gelegt haben. Fliegen legen ein Nest? Alter, wir verbreiten ja auch tierische Unwahrheiten. Ja. Ey, das ist eine neue Rubrik. Irgendwann meldet sich jemand im Unterricht und sagt, ja, hey, Frau Lehrerin, ich hab gehört. Ich hab bei den Inseltypen habe ich Folgendes gehört. Ja. Ey, wollen wir eine neue Rubrik machen, tierische Unwahrheiten? Nein, ey, irgendwann besteht unsere Sendung. Was ausdenken. Ja, das ist kein Problem. Irgendwann haben wir nur 2 Minuten nur einen Einspieler. Ja, übrigens, danke an Jens Wasch. Ja, super, ich rufe dich nachher zurück. Er hat mich schon angerufen, meinte, Jan, was ist denn mit Micha los? Er meldet sich gar nicht bei mir. Naja, ich habe heute den ganzen Tag den Blattbock sauber gemacht. Nee, ich habe zu ihm gesagt, du, Jens, mach dir hier Sorgen, der ist jetzt gerade ein bisschen Stress, dies und das macht er gerade. Alles gut, meint er. Ja? Ich soll dir ein Küsschen geben. Oh, einwandfrei. Was mir in Selin aufgefallen ist, ich weiß nicht, ich möchte ja nicht immer lästern. Es ist ja schön, dass sich was entwickelt, aber man muss vielleicht immer mal so mit beiden Augen drauf gucken. Ich habe bei Julia Prekel, ich glaube, sie ist Kreistagsabgeordnete und über den Kreistag müssen wir nachher auch noch sprechen. Da ist was Witziges passiert. Echt? Ja. Respekt. Ich kenne sie. Sie hat ein hohes Engagement, ist eine zweifache Mutter, die für die CDU auch, glaube ich, jetzt kandidiert. Für den Landtag. Für den Landtag. Ne, momentan gehört sie, glaube ich, noch zum Stab von Burkhard Lenz. Liebe Grüße an Burkhard Lenz. Die hat eine Psychotherapie-Praxis in Selin geöffnet. Also nicht Julia, sondern sie war in der Eröffnung dieser Praxis dabei. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, einwandfrei. Gibt ja gerade nach der schweren Corona-Zeit viele Leute, die auf eine Stelle zur Behandlung warten. Das ist ja relativ schwierig. Teilweise Wartezeiten, wie übrigens auch bei Logopäden für Kinder, weil wir für Klasi gerade Logopäden brauchen. Wartezeiten von einem Jahr für Leute, die zum Beispiel Depression haben oder eine bipolare Störung oder vielleicht auch Alkoholiker, die trocken sind und sich so ein bisschen psychischen Beistand holen wollen, habe ich gedacht, Mensch, einwandfrei, endlich was in der Nähe, nicht nach Bergen oder nach Stralsund fahren, keine lange Wartezeiten. Und auch gut, dass sich natürlich da die Politik mal ein bisschen zeigt und sagt, Mensch, wir unterstützen euch da. Was mir leider an dieser Sache sauer aufstößt, ich habe mir das dann heute angeguckt, habe mal geguckt, wie die Öffnungszeiten sind und so, als ich auf dich gewartet habe, das natürlich wieder... Ich war trotzdem pünktlich. Ja, du warst trotzdem pünktlich, das stimmt. Das natürlich leider wieder an der Tür steht, nur für Selbstzahler und Privatversicherte. Aber das finde ich krass, weil das hast du mir vorhin ja auch erzählt. Ja, kannst ja morgen mal gucken. Ja, muss wirklich mal schauen. Ja. Ne? Gut, dass natürlich eine Ärztin da ist, die das macht, aber ich finde, das ist schon eine krasse Teilung in eine Zweiklassengesellschaft. Also ich kenne niemanden, ich weiß ja nicht, bist du privatversichert? Nee, privat nicht, nein. Gesetzlich. So, und selbst, noch, denke ich, ja. Ja, Selbstzahler. Wäre auch mal ein interessantes Thema. Ja, genau. Da machen wir mal eine extra Folge aus der Dose dann draus. Und nur für Selbstzahler. Also ich denke, dass so eine Praxis tatsächlich auch hohe Preise hat. Klar, die Frau hat lange studiert, die muss die Miete tragen, die muss sich selbst bezahlen. Aber irgendwie bleibt der kleine Mann, der halt nicht in der Wilhelmstraße ein Geschäft hat oder ein großes Hotel, also denen sei es ja gegönnt, die arbeiten dafür auch viel, keine Frage. Aber der kleine Mann, der Angestellte, der vielleicht im Service arbeitet und auch wirklich viel auf den Latz kriegt von den Leuten oder vielleicht auch Probleme mit den Kindern hat, es klappt nicht mit der Erziehung oder auch Kinder, Jugendliche mit einer Störung, ja, das ist auch mal ein interessantes Thema. Glaubt, es sind mehr unterwegs, als man glaubt. Die können halt da wieder nicht hingehen, weil so eine Stunde wahrscheinlich mehr als 120 Euro kostet, verständlicherweise. Mhm. Ja? Und dass das wirklich so stark oder so da unten dran steht und dass da niemand hingegangen, der einfach gesetzlich versichert ist, so wie wahrscheinlich 90% aller einfachen Arbeitnehmer hier in Selin, finde ich schon wieder echt scheiße, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Liebe Julia, wenn du das hörst, ich finde es nicht doof, dass du es mit eröffnet hast, gut, dass ihr euch zeigt, aber achtet doch mal mehr oder geht mehr ins Gespräch mit jungen Ärzten, die herkommen wollen, die auch eine Landarztpraxis aufmachen wollen oder auch Psychologen oder allgemein oder Kinderärzte, dass sowas einfach nicht passiert. Denn ich finde, für alle Leute, die auch psychisch krank sind, die wirklich dringendst Hilfe brauchen, egal an welcher psychischen Krankung sie leiden, ist das irgendwie nochmal, stell dir vor, die wollen sich einen Termin holen, stehen davor und sehen das und denken sich, fuck, jetzt sieht's an mein Geld, jetzt bin ich vielleicht noch ein schlechter Mensch. Das ist jetzt sehr weit gegriffen, aber ich finde, dass es ein Arschtritt ist. Ich bin allgemein, das hast du vielleicht auch mitbekommen, ein sehr krasser Befürworter auch der freien Wirtschaft. Ne? Ja. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass in gewissen Bereichen sollte der Staat schon lenken. Ne? Das geht um Bildung, es geht um Gesundheit, es geht um die Versorgung, also so Wasser und Strom. Da bin ich der Meinung,
Also da sollte der Staat wirklich schon eingreifen. Auch wenn auch das Fernmeldewesen, finde ich, Post muss verstärkt sein. Ja, oder das ganz genau. Definitiv. Ne? Aber auch um Straßen etc. Also ich bin auch dagegen, weil es wird überlegt, auch Straßen im Privat zu machen, wo der Zoll bezahlt, oder nicht Zoll, sondern Maut heißt das ja. Maut, ne? Ja. Ist ja schon teilweise, glaube ich, in Rostock ist das ja. Darf ich dazu ein kurzes Beispiel bringen? Immer wenn ich zum Dienst fahre, also ich bin, habe ich glaube ich schon erzählt, ne? Ich bin in der Handelsmesse mit der Bundeswehr eingesetzt als Impfteam mit mehreren Soldaten, die begrüße an alle. Ich weiß, viele hören das jetzt. Ich bezahle für eine Durchfahrt durch den Warnow-Tunnel 4,40 Euro, eine Durchfahrt. Erstens spare ich natürlich Zeit und zweitens denke ich mir, wenn ich durch den Tunnel abkürzen kann, kann ich erstens Benzin sparen. Zweitens natürlich auch fährt mein Auto einfach mal morgens um 6 nicht durch Rostock. Was jetzt natürlich nicht so auffällt, aber so denken ja jeder Zweite und die Masse macht's dann. Mhm. Und dann wird dir das aber mit solchen Preisen versaut. Ich meine, dieser Tunnel ist, glaube ich, ein Kilometer lang oder so und 4,40 Euro. Ich habe am Tag einfach mal, wenn ich einen Tag hin und her, also nach Hause fahre, 8,80 Euro nur an Kosten, um diesen Tunnel zu fahren. Mhm. Dass der instand gehalten werden muss, das ist klar. Aber geht's da nicht auch subventioniert? Wäre es da zum Beispiel nicht möglich, aus den Klimaförderfonds einfach mal zu sagen, pass auf, hier habt ihr für eure Instandhaltung, als Beispiel, ich kenne die genauen Zahlen nicht, 500.000 Euro, senkt die Preise auf 2 Euro und gut ist, weil ich finde 8,80 Euro ist eine Menge Geld. Hm. Das haben manche Hartz-IV-Empfänger nicht für ihre Familien, um Essen am Tag zu kaufen. Ja. Wenn man das mal in Relation setzt. Hm. Also nochmal zurück zum Gesundheitswesen. Ne? Entschuldige was, bitte. Kein Problem, was ich sagen wollte. Ne? Und da bin ich der Meinung, da komme ich zum Abschluss, da bin ich eigentlich der Meinung, dass man auch steuern soll. Ich denke, weil man muss sich sowas ja auch bestimmt anmelden. Ich weiß nicht, wie das läuft. Also du kannst ja nicht einfach so eine Arztpraxis aufmachen. Nee, also sie muss ja gewisserweise sein. Muss man das bestimmt ja anmelden. Also bei Gemeinde, ich möchte es gerne aufmachen. Und so. Ich glaube, das ist... also eine Erlaubnis, sie muss... Na klar, sie muss einen Mietvertrag unterschreiben. Sie muss sagen, dass sie es gewerblich nutzt, würde ich behaupten. Und dann wird sie sicherlich beim Gesundheitsamt oder sowas hinterlegen müssen. Hallo, ich bin Arzt, Facharzt, hier ist meine Urkunde. Und die sollten sagen, so und so, ja, es gibt bestimmte Regeln, weil eben in dem Bereich Mönchgut gibt es noch nicht. Dessen haben sie eben diese Regeln, die sie einhalten müssen. Und ich bin, glaube ich, der Meinung, ich weiß aber, ich kenne die Preise nicht, die würde, glaube ich, nicht viel weniger verdienen, wenn sie auch kranken... Ja, das kann sein. Wahrscheinlich ist die Abrechnung. Gesetzliche. Ja, genau, gesetzliche. Ich glaube einfach, dass es auch so ein Abrechnungsding ist. Wahrscheinlich ist es schwieriger, das abzurechnen über die Kasse als privat. Ne? Mhm. Also das ist jetzt auch gegen die Ärztin. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Liebe Grüße, falls du das hörst. Das ist jetzt nichts, Frau Doktor, gegen Sie. Ne? Allerdings muss man halt immer beide Seiten sehen. Und da ich möchte, dass gerade unsere Ostseebäder, die ja vor Tourismus fast erdrückt werden, zumindest baulich momentan. So, ich finde, draußen geht es noch auf den Straßen. Ich habe erst einmal im Stau gestanden und das auch nur wegen Unfall. Oder wegen Mehrarbeiten. Ja, genau. Auch das, ey, richtig dumm. Oder alle Jahre wieder, die Rügenbrücke ist gesperrt. Ja, zum Sommer. Sie muss zum Sommer. Zum Tourismusstart. Genau. Da muss man das vielleicht ein bisschen kontrollieren, gerade in so einem kleinen Ort, dass auch Leute haben, die keine Selbstständigen sind, einfach eine soziale Schiene zu finden und diese Möglichkeit nutzen können. Gerade. Weil du das Thema Förderung angesprochen hast, ne? Und gesagt hast, es gibt ja auch Quatschförderung in Klimapolitik, aber darauf will ich nicht eingehen. Aha. Aber es gibt was ganz Einfaches. Es werden ja auch Operkarten werden ja auch gefördert, dass du günstiger in die Oper gehen kannst, in Berlin, in Hamburg und weiß nicht was. Ja. Aber wenn man sich die ganzen Leute anschaut, weil ich war mal in Dresden mit Carla. In der Semperoper? Also nicht der Oper, aber davor, weil wir da spazieren gegangen sind abends. Schöne Sache, ja. Ne? Und haben wir gesehen, die ganzen Leute, die davor standen. Mhm. Und wir wussten, weil ich mich damit mal beschäftigt hatte, zeitlang, dass diese Karten werden extrem gefördert. Das heißt, ne, du kommst mit 20 Euro auch schon so in eine Oper rein. Mhm. Aber du siehst trotzdem die Leute, die da draußen stehen, wie die angezogen sind. Du weißt, dass sie Geld haben. Ne? Man hat gesehen, wie die Autos vorgefahren sind. Da frage ich mich, warum muss man denn sowas fördern, wenn sich solche Leute, die ein gewisses Einkommen haben, warum können sie sich 100%, 80, 90, 100 Euro dasselbe ausgeben? Ne? Warum muss der Staat da fördern? Das eben zum Thema Förderung. Ja, wusste ich gar nicht, aber gut zu wissen. Da würde ich auch mal gerne rein, in die Semperoper, zu einer Oper. Wo ich vielleicht wenden möchte, ist so Roland Kaiser. Wirklich? Kaisermania. Der singt doch nur vom Ficken, ne? Ja, aber ist interessant, wie er das ist macht. Das der Joanna gesungen hat? Genau. Eigentlich zählt dieses ganze Lied nur Johanna... geboren, um Liebe zu geben. Also eigentlich ist sie doch im bildlichen Sinne eine Prostituierte. Müssen wir hier mal fragen. Anfrage stellen. Geboren, um Liebe... Ja, Doktor, ich habe nicht Dr. Kert geschrieben, aber an den Landkreis eine E-Mail geschickt. Aber bis heute kam leider noch keine Antwort zurück. Ich glaube, da werden wir auch keine zu kriegen.
Aber unterdessen, und das ist das letzte politische Thema, unsere Hörerschaft ist 18 bis 24, die werden alle abgeschaltet haben. Lass mal ein paar Kraftausdrücke raushauen schnell, damit die auch nicht abschalten. Du Toilettentieftaucher. Ficky. Ficky, Ficky! Du... Oh, Arschmade. Ja, man hatte früher immer so schöne Ausdrücke gehabt, ne? Ja, Pisser. Oder wie wir in Kanada gesagt haben, das da hinten ist ein Schwanski. Wir haben in Kanada allen Leuten beigebracht, also die Erwachsenen, die Kinder nicht, ne, wenn diese, da kommst du ja rein, ne? Ja, sag mal irgendein deutsches Wort, was cool ist, Kumpel oder so, und dann haben wir gesagt, Schwanski. Und dann war unsere eine Betreuerin hat mich dann immer mit, ey, Schwanski angesprochen. Das ist schon, naja, kannst ja auch nicht googeln, gibt's ja nicht, ne? Also das Wort Schwanski. Mhm. Gott, das ist mischen wir schon Schwanz und Ski. Polnisch, Schwanski. Naja. Kommen wir mal kurz zu Dr. Kehrt-Bashing. Er hat sich auch schon wieder die Woche schon wieder ein Ding geleistet, ne? Ja. Also natürlich ist auf seiner Seite von dem, dass er mehr Kohle haben will, wie alle anderen Landräte, der Sack zum Beispiel auch. Also er ist wirklich Sack. Ne? Vorpommern-Greifswald. Hat er natürlich der CDU? Ja, richtig. Zur Landtagswahl? Richtig. Hat er natürlich wieder nichts erzählt. Aber der kleine Dr. Stefan Kehrt, der kleine Stefan, der Mäuse-Stefan, unser kleiner Süße, hat gemahnt zur Sachlichkeit. Wegen dem Bau, was du erzählt hast, hier für 650 Millionen Euro in Bug. Das ist übertreiben, okay? 630. Entschuldigung. Ja, das ist natürlich. Da soll man mal... da sollen über 2000 Betten, glaube ich, entstehen, ungefähr. Ne? Es sollen 600 neue Arbeitsplätze entstehen, wo ich mich frage, Arbeitsplätze sind schön und gut, aber wenn du keine Arbeitskräfte hast, wenn die Leute jetzt schon Arbeiter suchen ohne Ende, warum noch mehr 600 Kräfte? Es war auch wieder ein interessanter Artikel in der OZ, aber lass uns erst über Kehrt sprechen. Ja, auf jeden Fall hat er nur gemahnt, man soll da, weil Leute da eine Petition gestartet haben, die wir übrigens nachher gleich teilen werden. 5000 Leute haben, glaube ich, schon unterschrieben. Ja, ja, die werden wir gleich teilen. Ne? Da erinnere mich da mal dran, dass die Leute auch dann schreiben, sollte man mahnen, dass sie nicht so, ein bisschen sachlicher an die Sache gehen. Lieber Dr. Stefan Kehrt, wer mit 9 Scheinen nach Hause geht und noch 3 dazu haben will, den mahnen wir mal ein bisschen an, ne? Du bist wirklich so ein Heuchler, mahn dich mal selber an und wir müssen hier auf der Rügenbrücke, Junge, damit leben. Ne? Und keiner hat noch mehr Lust auf mehr Tourismus. Ja, wir leben davon, aber es reicht da oben. Und du solltest mal dir und deinen Kollegen selber an die Nase fassen und dich mal wirklich fragen, ob 3000 Euro mehr wirklich gerechtfertigt sind. Ne? Ende der Durchsage. Alle Jahre wieder, ne? Schreibt ja die OZ-Artikel. von Stefan Kehrt zu OZ, ja. Über was denn? Haben wir einen Personalmangel in der Gastronomie? Habe ich heute gelesen. Wo ich war, jedes Jahr. Jedes Jahr, wirklich. Weiß nicht. So, das ist so, Sommerloch beginnt in 3, 2, 1. Genau. Sommerloch! Personalmangel. Personalmangel. Ja. Ne? Oder ist die Bezahlung zu schlecht? Frag sich die OZ. Ist die Bezahlung schlecht? Was verdient man in vielen Hotels, ja. Also, ich kann jetzt natürlich für alle Hotels ja nicht sprechen, aber die Hotels, die ich kenne, weiß ich, dass da manche da noch den Mindestlohn bezahlen. Ja, geht gar nicht. Aber der Mindestlohn ist wie hoch? 9,80 Euro oder so. 9 Euro? Brutto oder netto? Brutto. Bitte? Hm. Echt jetzt, Robi? Aber ich weiß auch, dass viele Hotels erst ab 12 Euro pro Stunde bezahlen. Ja, ist ja auch richtig. Also ich kenne ja auch ein Hotel in Selin, was wirklich zahlt nach Verhandlung. Ne, finde ich gut. Jeder soll reingehen mit seiner Qualifikation glänzen. Mhm. Ne? Ist auch ein Weg, den man machen kann. Aber 9,80 Euro. Mhm. Wie würdest du denn davon leben? Das sind ja vielleicht 1200 Euro ausgezahlt. Ja. Und hast Miete von 800? Keine Ahnung. Oh Gottes Willen. Ja. Und war es noch in Kurzarbeit? Über ein Jahr vielleicht. Ja. Ne? Ja. Erzähl mal weiter. Ich unterbreche dich ständig. Ich bin froh, dass du heute überhaupt was sagst. Nee, das wollte ich einfach mal sagen. Ich habe letztes Mal auch schon ein bisschen... Ja, ist ja, ne, du musst ja auch wirklich viel arbeiten, von daher. Nee, das wollte ich nur erzählen, weil ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich heute gelesen habe. Mhm. Weil, wie gesagt, ne, die OZ postet sowas jedes Jahr. Ja. Vielleicht machen die Copy-Paste und einfach nur das Datum ändern. Naja, auf der Insel Usedom, bei unseren Nachbarn sieht es ja fast so ähnlich aus. Da gibt es eine ganz geile Seite, Schmusedom News. Die sind wirklich, die nehmen. Ich habe das von Udo Lindenberg gehört. Zum Vergnügen nach Rügen. Aber sagt er nicht auch Schmusedom? Nee, das sagt er nicht, ne? Sagt er auch Schmusedom? Ja, irgendwie läuft das immer bei Ostseewelle, ne? Weiß ich gar nicht. Ich kenne nur zu Vergnügen nach Rügen. Die Jungs von Schmusedom News, viele Grüße, wir markieren euch mal. Abonniert die Seite auf Facebook, auf Instagram sind die nicht so aktuell. Die haben da was Schönes aufgenommen. Und zwar ist es so, dass mittlerweile durch die höchstwahrscheinlich überteuerten Hotelpreise, irgendwie kosten die Preise gerade teilweise Doppelzimmer für 130, 150 Euro die Nacht. Also es haben nicht alle erhöht, sind nur weniger, aber es haben halt auch wirklich Leute gemacht. Schlafen die Leute am Strand?
Und davon wurden Fotos gezeigt, wie die von den Fressbuden geschlafen haben. Und irgendwie haben die Jungs von Schmusedom oder die Jungs innen, um richtig zu gendern. Ja, das ist das Feedback zur letzten Folge. Eselmilch, Hengst und Stute, das war übrigens witzig. Oh, ich musste auch grenzen. Ja. Stute und Hengst, andersrum. Ja, meine ich doch. Mit Micha und Jan, mit Stute und Hengst. Hä, du bist doch nicht der Hengst, du Idiot. Ich habe eigentlich gedacht, die fällt schon früher auf. Nee, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, ja. Naja, ist nicht schlimm. Übrigens, ich hab wirklich gesagt, man kann alles melken, was einen Nippel hat, ne? Mhm. Das heißt, ich könnte dich auch melken, dann gibt's Janmilch. Was soll denn das? Finde ich schon. Red weiter. Auf jeden Fall. Schmuse. Schmusedom. Die haben erzählt, dass sie das öfters beobachten, dass die Leute jetzt einfach am Strand pennen mit so einem Luftbett und dass sie von der Polizei dann angesprochen worden sind. Und irgendwie ist es wohl eine Straftat oder eine OVI, also eine Ordnungswidrigkeit, wenn man am Strand campt wegen, oder schläft, wegen also Wildcampen heißt es, glaube ich. Ja, ist ja wirklich so. Also du darfst ja auch zum Beispiel mit einem Wohnwagen nicht irgendwo hinfahren und dort stehen bleiben und übernachten. Ja, also wieso darf ich das so öffentlicher Raum? Nee, das ist wirklich so. Ja, das heißt, jetzt als Beispiel, ich nehme mein Feldbett und nehme da drüben im Wald, stell das auch in Penda. Das ist verboten. Dürftest du nicht. Ja, ist doch öffentlicher Raum, ist doch Quatsch. Also gut, wenn ich mich jetzt... Hast du gut Wachse? Ist es dann... Ist es war mein Bauch gerade. Ja, das hat man aber durchs Mikrofon gehört, Alter. Knurri. Ja. Aber was ich nochmal erzählen wollte, weil ich... Warte kurz. Okay. Ist denn das in Orten, die keine Kuhtaxe haben, dann nicht verboten? Nein, also Kuhtaxe war jetzt nur ein Spaß. Ja gut, dass sie sich damit strafbar machen, wenn sie pennen, das ist klar. Einheimischen dürfen ja nicht so viel kostenlos nutzen, wie die Urlauber, wenn sie Kuhtaxe bezahlen. Also, wieso? Das ist öffentlicher Raum. Das ist doch hier... Ich wohne hier. Ich kann doch wohl am Strand schlafen. Du meckerst mich immer vor. Ich mache doch nicht die Regeln oder Gesetze hier. Nein, ich meckere dich nicht. Ich rufe gleich mal Angela an. Nee, ja. Angie... Ich bin der Feuerwehrmann, den du letztens angerufen hast, du blöde Kuh, der dann aufgelegt hat. Wie ist das denn verboten? Ist das bescheuert? Vielleicht kann uns Eiki, also haben sie ja gesagt, von den drei Heiligen, Eiki, Axel sein Spitzname. So. Vielleicht kann Eiki uns ja darüber mal aufklären. Ich denke mal, da gibt es bestimmt eine Regel, dass man da nicht nur liegen darf und sich sonnen darf, ne? Das verstehe ich ja nicht. Aber mich würde mal interessieren, diese Leute, die da übernachten, ne, ob die das vorhatten, am Strand zu übernachten. Ja, 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 ja. Oder ob die dachten, ich fahre einfach mal hin und gucke, ob da was frei ist. Dann muss ich sagen, doof. Nee, die sind, ja. Weil das ihnen das zu teuer ist. Und die wollen halt hier Urlaub machen. Und ich weiß ja nicht, wie es auf Usedom, auf unserer Nachbarinsel aussieht, so mit den Preisen. Aber da wird es ja sicherlich nicht großartig anders sein als bei uns. Nee, da wird's. Die Frage ist auch, ob die auch so viele Säufe haben wie bei uns. Oder ob die auch einen Wochenvollzen haben. Haben wir diese Woche einen? Der Wochenvollste. Wie ein Lustiger. Kette falsch, dir bist du ein Maschi, Alter. Zwischen. Guck mal, wie laut die Kurve ist von der Wrestling Lache. Hier. Es gab wieder eine. Eine diesmal. Ist das die erste Frau? Wochenvollstinnen. Dann muss nochmal Jens nochmal. Ja, nee, Loni war das. Loni, ja. Vielleicht war es auch Loni hier. Die ich weiß nicht, wie alt sie ist. Oh Gott, nee, das wäre eine Beleidigung, wenn ich das Alter sage. Also. Im Bereich Brocher in Richtung Sassnitz, ne? Eine Autofahrerin verlangsamte ihren Fahrstil, als sie merkte, die Polizei ist hinter ihrem Fahrzeug. Ne? Ja, du stotter mal richtig. So. Sie. Klar, da. Und dann wurde sie angehalten und dann wurde sie gefragt, haben Sie Alkohol getrunken? Sie meinte, nur ein Glas Prosecco. Dann gab es einen Alkoholtest und da hatte sie einen Wert von 2,93. Ja. Ey, Mann, frei, Alter. Ich hatte nur ein Glas Prosecco. Ja, das war aber 6 Liter groß wahrscheinlich. Ja, genau, ja. Gibt es ja die großen Weingläser. Kennst du das? Die großen ja, genau. Nur ein Weinglas zum Feierabend. Ja, richtig. Ja. Aua, 2,9 ist aber hart. Gerade für eine Frau, ne? Ja. Und die kam die von hier? Ich guck nochmal nach. Und un momento. Bestimmt aus Popus. Ne? Auch steht nicht drin. Nee, steht nicht drin, woher sie kommt. Vielleicht war es auch Loni selber. Aber 2,9 hatten wir schon mal einen mit. Ja, wir hatten schon mal einen mit 3,41. Ja, schon das kurz ist der Führende. Ja, die ruhige Romy macht ja auch keine Dings, keine Liste, aber das sei ihr verziehen. Sie sitzt hier gerade nämlich hinten und muss ein bisschen Arbeit nachmachen, ne? Was darf ich nicht sagen, ne? Nachsitzen. Nee, Romy sagt nein. Romy macht gerade die Löcher an meinen Strümpfen und meinen Boxershorts zu. Ich habe hier auch noch welche rübergeschmissen von mir. Die frisch angezogene von heute Morgen. Nee, die sind, glaube ich, nicht mehr frisch, wenn du so viel gearbeitet hast. Nee, ich habe auch gewechselt. Ich habe halt schon zweimal in meine Socken gewechselt, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir nochmal zum Corona-Irrsinn, ne? Nur mal so, ich habe mir die Regeln heute mal durchgelesen, ne?
Also es gibt Veranstaltungen mit 2000 Leuten, ist okay, aber wenn du über 50 auf deiner Hochzeit, also du darfst 50 Leute mit ins Standesamt nehmen, aber mit 100 feiern. Und die 100 dürfen dann auch tanzen, aber tanzen auf großen Veranstaltungen. Und mit Testlicht, ne? Das glaube ich nicht, nee. Nee, bei der Hochzeit glaube ich nicht. Aber tanzen auf großen Veranstaltungen ist weiterhin verboten. Ja, ja, lustig. Ja, ja, macht Sinn, oder? Mhm. Na gut, mit Standesamt nur 50 und 100 bei Feier ist eigentlich logisch, weil... Hey, sag mir mal ein Standesamt, was für Platz für 50 Leute hat. Bis zu steht doch da. Ja, aber was sich Leute so aufregen, naja, ist egal. Ah, lass mal diese Corona-Scheiße weg, davon haben wir schon so viel erzählt. Ach doch, eigentlich muss ich auch sagen, ja, mit der Impfung, rein. Was ich vorhin gelesen habe, was ich erzählt habe. Ist jemand ein dritter Arm gewachsen? Ich weiß nicht. Also ich habe gehört, da sind so Mikrochips in der Impfung drin und dann kann man, wenn man bestimmt, also wenn man BioNTech kriegt, kann man über den rechten Zeigefinger mit PayPal bezahlen und mit dem rechten kleinsten Finger kann man dann WhatsApp schreiben. Aber ganz ehrlich, ich will sowas geil finden. Ja, die ich eigentlich hier auch, reinhauen, ja. Und dann kannst du damit bezahlen. Ja, das ist aber kacke, wenn du dann bei Lidl an der Kasse stehst und die macht dann das NFC-Gerät vorne an und du bist so dicht dran und so, hast den Einkauf vom Vorgänger bezahlt. Nee, dann musst du erst einen Pin eingeben oder so. Oder einmal raufdrücken oder so aufs Arm. Ja, oder räuspern oder so. Oder auch einen bestimmten Punkt am Körper fassen, damit du dann bezahlen kannst. Genau. Rechten Nippel oder so. Genau, rechten Nippel drehen, zweimal an die Nase fassen und einmal den großen Zahn wackeln. Genau. Also ich würde das. Also komm, dann können wir was einpflanzen. Ja, egal. So, was ich aber sagen wollte zum Thema Impfung, fand ich ganz lustig. Es ist ja Urlaub-Saison jetzt, ne? Also es geht jetzt los, jeder fährt in Urlaub. Sogar die Hausärzte fahren Urlaub. Ja, verständlich. Und jetzt machen sich viele Patienten die Sorgen, woher bekommen die dann ihre zweite Impfung? Wenn die dort ihre erste Impfung hatten. Ne? Ja. Weißt du auf eine Antwort? Naja, also einfach zum anderen Arzt gehen können sie ja nicht. Das genau, ist meine Frage. Kann man, wenn ich mich jetzt bei Ärztin A, ArztInnen A, geimpft habe, kann ich jetzt zum ArztInnen Z gehen? Also wir haben bei uns im Impfzentrum in Hansemesser und Rostock haben wir das so, dass einige die Erstimpfung beim Hausarzt bekommen haben und dann zu uns ins Impfzentrum kommen. Die können aber auch über Lagos. Geht. Ah, okay. Naja, die haben aber vorher trotzdem Termin gemacht. Also du kannst nicht einfach... Das ist logisch. Ist kein Tag der offenen Tür, du musst einen Termin machen, das wird geplant und dementsprechend werden wir dann auch besetzt. Aber ob das beim Hausarzt so einfach ist? Na, ich meine, jeder Hausarzt hat ja dann auch so einen Vertretungsarzt. Ne? Die Frage ist ja natürlich, bekommt der dann auch genügend Impfstoff? Ja. Wie ist das denn eigentlich? Pro Arzt? 10 Impfdosen? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ja. Also wir haben eine Impfküche, die macht das. Impfküche, wie sie ist. Ja, so heißt das. Mixen die zusammen da? Ja, da wird, ja, genau. Das wird aufgeschüttelt, da aufgezogen. Meint echt, ja? Ja, genau. Ah, okay. Und dann holen wir immer eine bestimmte Anzahl an Spritzen ab. Also ich weiß nicht, inwiefern ich das jetzt der... Wird da also Impfdosen sagen, da in Fässer angeliefert, so wie Bitburger? Das weiß ich nicht. Ich habe so viel Einblick in die Impfdose nicht. Ich sitze bei einer Impfbox drin, wo die Leute reingeholt werden. Hm. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich das wegen militärischer Geheimhaltung... Nein. Ja, und dann kriegst du je nach Impfstoff bestimmte Anzahl von Dosen, manchmal 6, manchmal 10. Und was dann impft ihr da? Alles. AstraZeneca, BioNTech, Johnson Johnson hatten wir auch schon. Hm. Ist sehr beliebt, weil die nur eine nur einmal, ne? Ja. Genau. Und ja. Also ist es jetzt mit dem besseren Wetter, sind die Leute auch eher so sparsamer mit Impfen und bleiben lieber am Strand liegen, aber es ist immer noch große Impfbereitschaft. Zumindest ist in Rostock da. Und was total interessant ist, ich sitze dann am so Rechner und dann rufe ich den nächsten Kunden auf, dann klingelt das draußen, der nächste kommt rein. Ein Mikrofon? Nee. Herr Müller, bitte zu Kasse. Nein, da würde ich ja nur Blödsinn machen. Ich bin dann, Herr Müller, miau. Ich würde dann irgendwie versuchen, dreimal miau im Satz unterzukriegen, so als dass keiner mitbekommt. Herr Müller, miau, bitte in Raum. Hast du es wieder ein Wetter im Laufen oder was? Ja, hatten wir letztens. Bitte in Raum 3, miau. dann klingelt das vorne und die haben halt so eine Nummer auf so einen Zettel gekriegt und dann laufen die in den Raum rein. Und das ist total spannend, immer wieder. Und deswegen mache ich das auch tatsächlich so gerne, in so einer Box zu sitzen und das zu dokumentieren. Wie was passiert? nee. Es ist total interessant zu sehen, wie unterschiedlich das Alter bei den Menschen zuschlägt. Ich habe schon Leute, also Impflinge gehabt, die sind 1928 geboren. Hast du gedacht, gehst mal. Ja, ja. Krass, das denn? Ja, ja. Dann gehst du mal raus und hilfst denen, weil die wahrscheinlich im Rollstuhl kommen oder schlecht zu Fuß sind. Und da kommt einfach ein fescher junger Mann, der aussieht, als wenn er gerade 60 ist, schon mit einem Gehstock, aber dann merkst du, er nimmt das eher so zur psychischen Sicherheit, ist total fit, kommt irgendwie, hallo, ich sag, mein Name ist Schechan und guckst ihn an, total fit, auch schon noch ein bisschen muskulös. Er sagt, na, er geht immer noch ein bisschen Volleyball spielen. Ich sag, bitte? Und dann hast du Leute, die kommen mit 50 rein und die sehen aus, als wenn die schon 90 sind. Ja, ja. Das ist so, auch, ja, ne? Und das ist total interessant. Und einmal war eine Frau drin, die war 38 geboren und die habe ich dann Geburtsdatum noch gerade. Ich sage, lass uns doch nochmal abgleichen, die Daten, ob sie wirklich 88, sie sehen so frisch und so jung aus. Sagt sie, ja, das sage ich öfter. Sagt sie, ich habe viel Sport gemacht, natürlich auch mal gefeiert und Urlaub und man beschäftigt sich mit den Kindern. Und sie sagt, sie bleiben körperlich fit, wenn sie auch im Kopf fit bleiben. Viel lesen, wenig Fernsehen gucken und
ich nehme da menschlich gesehen, nehme ich da für mich so über Menschen sehr, sehr viel mit. Und da vielen Dank an das Marinekommando Rostock, dass ich das machen kann. Mir geht das auch ganz oft so, wenn ich Fernsehen gucke und sehe dann unten das Alter, denke ich, oh, hoffentlich sehe ich mit 50 nicht so aus wie er schon, oder? Ja, kennst du das auch, oder? Ja. Und was ich nochmal sagen wollte, ich finde auch total interessant, wenn ich erfahre, dass Menschen, wie du sagst, 28 geboren sind. Mhm. Ich hatte mal einen Hotelgast gehabt. Ja. Habe ich den Namen gelesen von Bismarck. Dachte ich mir so, ah, ja, von Bismarck ist so. Nein. Ja. Nein. Und dann kam er an, wirklich ein alter Mann war das. Und er hat gemeint, ja, er ist verwandt mit Otto von Bismarck. Hatte er Monokel drin vielleicht? Nee, hat er es nicht gehabt. Ne? Aber, krass. Aber ich weiß nicht mehr leider seine Geschichten, aber ich weiß, dass ich an der Bar mit ihm lange gestanden und mir wirklich viel erzählt habe, weil du weißt ja, meine Katze heißt ja Bismarck. Ja, stimmt. Ne? Und die andere heißt Otto, ne? Der. Der, Otto. Ist Frau Bismarck und Otto. Ach so. Nee, aber ich finde diese Geschichten, oder auch wenn du bei Oma und Opa bist, oder auch andere ältere Leute, so im Freundeskreis haben wir auch, ne? Wir haben eine neue, also 89-Jährige, die wirklich ja drei Deutschlands kennengelernt hat, die Nazi-Zeit, die DDR-Zeit und die heutige Zeit. Und ich finde immer interessant, was sie so erzählt. Stundenlang zuhören, oder? Ja. Also meine Großeltern... Außer es ist doppelt immer. Also wenn man jedes Mal da ja, ist, gleich Geschichte, ja, ist ein bisschen doof. Ja, nee, manchmal höre ich das auch gerne. Also meine Großeltern sind leider schon alle verstorben. Und wenn man immer so drei Wünsche frei hat, dann sage ich, eine Stunde nochmal mit meinem Opa sitzen, ein Bier aufmachen und Opa eine Stunde zuhören können. Ja. Das wäre es. Das wäre wirklich das, was ich mir wünschen würde. Das würde mir wirklich mit am meisten. Ich glaube, da können wir auch vielen Hörern vielleicht mal auf den Weg gehen. Also, wenn eure Großeltern noch leben, genau, nehmt euch die Zeit, hört den einfach mal zu. Die haben sehr viel zu erzählen, ne? Und sehr viel Erfahrung. Zum Beispiel ich, also die Eltern, also von meiner Mutter, ne, die sind schon sehr früh gestorben. Mhm. Also gut, sehr früh, also in 2009, aber da war ich noch sehr jung. Mhm. Das heißt, ne, ich habe das nicht alles so wahrgenommen, was sie erzählt haben. Also heute habe ich Fragen, wo ich gerne mal fragen würde. Zum Beispiel wurde letztes Mal erzählt, dass mein Opa war ja so Dorfpolizist. Das hieß, glaube ich, damals Bereichspolizei DDR. Wie hieß das? Oder Abschnitt, irgendwie soll ich. ABV. Abschnittsbevollmächtigter. Ja, und hat mein Vater mir erzählt, du Jan. Der hat eine Schwalbe gehabt. Dein Opa war damals richtig beliebt im Ort und auch danach immer noch, weil es ein richtiger lieber Polizist einfach war in dem Ort. Hm. Und sowas würde ich gerne heute meinen Opa einfach gerne mal fragen, wisst ihr? Wie war das denn? Erzähl doch mal, ne? Deshalb, liebe Zuhörer, weil zwischen 14 und 24, hast du gesagt, 18, 24. Wenn ihr Großeltern habt, genau, geht hin, fragt. Genau. Wenn ihr euer Eltern nicht zuhören wollt, das ist okay. Ich habe meine Eltern mit 18 auch nicht gemacht und alles selber gemacht. Glaubt mir, wenn ihr ein bisschen älter werdet, ändert sich auch die Meinung. Dann ruft ihr eure Eltern nämlich als erstes an und fragt, Mensch, habt ihr mal einen Rat? Und ja, und ich vermisse auch das Essen meiner Oma. Ja, immer geil, ne? Ja, es gibt so Sachen, die sie nicht so gut, die haben halt das Fleisch immer sehr dunkel, sehr durchgebraten, aber so Grünkohl zum Beispiel, da würde ich alles für geben. Einfach nur nochmal ein so ein, meine Oma hat in Neustadt am See gewohnt. Wir haben in Neustadt so einen schönen Süßwassersee, der nicht allzu groß ist, aber der geht ganz flach langsam rein, hat ganz klares Wasser und so schön festen Spielsand für die Kinder. Und dann bist du mit dem See gegangen, Mittag bei Oma, wieder zum See. Und ein so ein Nachmittag, Oma macht Erdbeeren mit Milch und einen Kuchen und meine Lieblings-Zitronenbrause gibt es ja, das wäre, ja, okay, ja. Da könnte ich jetzt fast ein bisschen, aber das machen wir jetzt mal nicht, das wäre schön. Ja. Ich glaube, das sind so schöne, verklärte Kindheitserinnerungen, die man sich behalten soll. Und in Binz gibt es da eine gute Sache, die den Kindern auch versuchen, ein paar schöne Ferien zu machen. Und zwar die Heiligen Drei Königin. Das ist so der Sidekick von Möwenschied. Also haben wir bei uns auch schon mal was eingesprochen. Und die machen im Ostseebad Binz echt eine gute Sache. Ich bin ja so, oder wir, nicht ich, du ja auch. Wir sind ja immer so darauf gepicht, so ein bisschen uns sozial zu engagieren. Auch wenn es manchmal nur klein ist, aber wir versuchen es. Und die machen die Ferienspiele. Und zwar läuft das über den Küstenverein Binz. über die Brauerei. Nein, über keine Brauerei. Über die regionale Schule Binz, den SSV Binz und vielen freiwilligen Helfern. Und alle, die in diesen genannten Institutionen Mitglieder sind, können von der 1. bis 6. Klasse über ein paar Tage hinweg mehrere Angebote annehmen oder wahrnehmen. Zum Beispiel Schwimmen. Sicherlich mit DLRG oder sowas, tanzen. Die Ostseefanfaren sind auch mit dabei. Wir stellen für die Kinder auch ein Angebot, machen mal so eine Probe und zeigen denen unsere Instrumente und was dazu gehört. Und über gesundes Essen und das Ganze machen die kostenlos. Und krass, oder? Und kostenlos. Ehrenamt, ne? Ganz viel dabei. Genau. Mega. Und ja, das machen sie so für die Kinder im ganzen Ort. Übrigens auch Graffiti fand ich auch geil. Schön, dass sie, das ist ja auch eine Art Kunstform. Ne, manche Graffiti sehen ja wirklich sehr, sehr geil aus.
Und das machen die Heiligen Drei Königinnen und viele ehrenamtliche Helfer für umsonst. Und ich finde, das sollte man einfach mal erwähnen und auch wertschätzen. Respekt, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Vielen Dank, dass ihr das macht. Und hoffentlich findet das nochmal statt, denn es ist jetzt mittlerweile schon das dritte Mal, dass die Heiligen Drei das machen. Jan, ey, 48 Minuten reicht vollkommen aus. Kommen wir zum Ende. Du siehst müde aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt gerne unsere Folge, sagt uns Bescheid. Und apropos, sagt uns Bescheid, bevor wir uns verabschieden. Wir haben ja gestern gefragt, Lies ein paar Leute das genau sagen wollen. Habe ich doch 500 Leute gemeldet. Ja, das haben nur vier geantwortet, aber ist nicht schlimm. Reicht doch. Ja, drei davon waren aber alles für die Ostseefahrt. Zwei davon. Ich lese es mal vor. Und zwar der Marshall, auch ein Hörer unserer ersten Stunde, grüßt seine Frau Maxi von den drei Heiligen Königen. Ah, VDH3K. Und der Marshall sagt, Maxi, ich liebe dich. Setra, 22 Setra, der ist jemand aus Greiz, Fanfare zu Greiz, mit denen waren wir zusammen zur Weltmeisterschaft in Kanada. Der sagt, ich grüße den Eisbär von den Ostsee-Fanfaren Salim. Ja, vielen Dank, der wird auch bald demnächst wieder kommen, denn wir haben tatsächlich unseren ersten Auftritt dieses Wochenende. Ich freue mich. Um 13.15 Uhr am Bäumwerk in Babel. Wir empfangen die Rentner des Amtsbereichs Mitgut Granitz, die keine Rentnerweihnachtsfeier haben. Wir machen hier immer Rentnerzweier. Also der Ort Selin oder die Gemeinde Selin, Gemeinde Mönchgut, Entschuldigung, macht immer so eine Rentnerweihnachtsfeier für alle aus dieser Gemeinde. Und die fahren jetzt mit dem Boot raus und da empfangen wir die mit Musik. Gute Sache vom Ostseebad, von der Gemeinde Selin, in der Hauptfeder von Antje Beifuß, die im Gemeinderat sitzt. Ne, liebe Grüße, gute Sache. Ich glaube, das kriegen nicht viele Rentner. Ne? Dann noch das Jagdgeschwader Rügen B58. Das sind Leute, die sich so mit Ost-Mopeds und Fahrzeugen beschäftigen. Mit denen haben wir schon eine schöne Ausfahrt gemacht. Vielen Dank nochmal dafür, war geil. Und auch an den Polizisten, der uns da durchfahren lassen, habe ich erzählt. Die sagen, Grüße an alle Moped- und Motorradfahrer. Das geben wir natürlich zurück. Fahrt schön vorsichtig. Achtet miau, aufeinander. Miau. Ja, der Katze. Und Thorsten Meinert, ein Helfer der Ostsee-Fanfaren Selin. Ich grüße die Ostsee-Fanfaren. Danke, dass ihr mir in der Vergangenheit zur Seite gestanden habt. Thorsten, vielen Dank, dass du mit uns da bist. Das kann ich nur zurückgeben und deswegen sage ich bis jetzt danke fürs Zuhören. Liked es, teilt unsere Sendung. Macht's gut. Schön mit Ö. Na, bis hierher geschafft? Dann folgt den Inseltypen doch auch auf Facebook oder Instagram.